Wir haben auch, sind auch einer der ersten Betriebe, die sich jetzt dann auf Nachhaltigkeit zertifizieren haben lassen. Die Kunden erwarten sich das eben von uns auch, dass wir verantwortungsvoll mit der Natur umgehen. Wir produzieren mitten im Weingarten das erste Mal Sonnenstrom in Österreich. Die Stier ragen 3,5 Meter aus der Erde heraus, sodass man weiterhin landwirtschaftlich den Weingarten nutzen kann. Dieses Modul hier ist bifazial, das heißt, die Sonne scheint durch. Gleichzeitig werden die Reinreben aber auch durch das Modul geschützt vor Unwettern. Wir werden hier noch einen Speicher auch integrieren und werden dann die Sonnenenergie, die wir untertags nutzen, im Speicher am Abend drinnen haben und dann mit dieser Energie dann über ein Heizdrahtsystem die Weinreben vor dem Frost zu schützen. Es ist auch sehr spannend für uns eben einmal in der Bewirtschaftung dann. Kann man auch vorstellen, dass man sich vielleicht diverse Pflanzenschutzmittel ersparen, weil ganz einfach quasi keine Feuchtigkeit mehr direkt auf das Blatt kommt. Und da schauen wir uns jetzt dann ganz einfach mal an, gemeinsam mit dem Bundesamt für Weinbau, der TU Wien, wie wird sich das verhalten. Wir werden auch bestimmte Mikrovinifikationen machen von diesen Trauben, eben die über, also unter dieser Photovoltaikanlage stehen. Und das werden wir sich dann in einem quasi Forschungsprojekt anschauen und dann eben die Ergebnisse auch dementsprechend weitergeben und mit diesen dann weiterarbeiten.